Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu FIFA 16 im Karrieremodus. Und ja, das mit Bielefeld und mir, MG Mo Smith als Trainer. So, wir haben zwei Nachrichten und wieder Scout-Berichte. Muss jetzt nicht unbedingt sein, brauchen wir nicht. Und eine ungelesene haben wir noch. Nachricht von Spielern. Hallo Trainer, ich bin froh, dass Sie mir vertrauen und mich immer wieder einsetzen. Vielen Dank dafür. Bitte, bitte, bitte. Ich habe dich ja extra gekauft für sowas. Dass ich dich ein bisschen öfters einsetzen kann. So, wir dürfen natürlich erstmal wieder die Spieler trainieren, wie eh und je. Jamison, der muss hier einfach mal ein bisschen was üben. Machen wir den hier. Also Chancen. Erarbeitung. Jo, Mittelfeld, da ist wieder Wirt-Horing. Wird hier bereutet. So, mittleres Training. Ah, wieso? Ich wollte ihn eigentlich. Eieiei. Fernschüsse. Habe ich irgendwie irgendwas vertan? Naja, egal. So, Schütz. Kriegt kein Training. Hober kriegt wieder eins. Komm, ich gebe ihm durchsetzen. Der kann das. So, Innenverteidiger. Habe ich Horing irgendwie was gegeben? Mach mal lang noch ein bisschen. Mittel, danke. Und wen trainieren wir noch? Flügelspieler. Ah, aus der Jugendmannschaft. Cool. Dann können wir den auch trainieren. Geil. Super. Machen wir mal. Mal probieren. Vielleicht bringt es ihm einiges. Jo, bringt's auch. Wow. Jamison hat natürlich wieder einen Aufstieg gehabt. Ist super. Das braucht man. Kessel hat auch wahnsinnig viel Potenzial. Den müssen wir trainieren ohne Ende. Den müssen wir jedes Mal trainieren. Vor allem, das ist ein Jungspieler. Der braucht es definitiv. Und es ist schön, dass die zumindest auch mit drin sind. Ich würde halt noch gerne die Suche ein bisschen umstellen können. So, wir haben uns mittlerweile auf Platz 3 gekämpft. Mit unserer kleinen, kleinen Siegesserie. Ablehnen, Finnland wär's, will ich aber trotzdem nicht. Aktuell ist aus Kolumbien Nationaltrainerposten. Wie Sie sicher wissen, neigt man bei Nationalmannschaften dazu, den Trainer relativ häufig auszuwechseln. Aus diesem Grund sind die nationalen Fußballverbände nahezu ständig auf der Suche nach fähigen Kandidaten. Ich hatte in letzter Zeit mit einigen Verbänden Kontakt und ihren Namen ist dabei mehr als einmal gefallen. Okay. Natürlich ist dies erst ihr erstes Jahr als Trainer. Sie können sich noch nicht ausreichend profilieren und werden daher kaum das Interesse der großen Fußballnationen wecken. Wenn Sie dennoch schon in dieser Saison erste Schritte auf die internationale Bühne tun möchten, können Sie auch zusätzlich einmal etwas bescheidener auf anfangen. Zwar ist noch nichts im trockenen Tüchern, aber folgende Nationalmannschaften können Ihnen in naher Zukunft ein Angebot für Spitzenjobs unterbreiten. Voraussetzung natürlich, Sie werden tadellos weiterarbeiten. Bolivien und U Ungara, was? Ungarn. Ungarn. Jetzt hatte ich so Uganda im Kopf irgendwie. Keine Ahnung wieso. Naja, komm vor. Wir können weiter simulieren. Dann machen wir das. Alles kein Problem. Sandhausen. Gegen Sandhausen dürfen wir in unserem sechsten Spiel in der Saison ran. Wo ist Sandhausen momentan in der Tabelle? Tabellen 16. Okay. Okay, gucken wir mal erstmal in die Mannschaft. Wir lassen das erstmal so. Jo, so lassen wir es erstmal. Das ist unsere Stammbesetzung.
bin am Überlegen, ob ich, na, wie heißt da? Ob ich Jamison mal vom Anfang an bringe auf Newtons Position. Vielleicht kann er sich da ein bisschen besser profilieren. Mal gucken. Van der Biesen setze ich mal wieder auf die Bank fürs Erste. So, Müller im ZOM-Bereich darf mal wieder spielen. Wäre vielleicht nicht verkehrt. Kluge ZDM. Ah, Schütze hat aber momentan so einen Aufwärtsdrall. Jopek hat einen Abwärtsdrang. Den könnte ich aber wieder aufbauen, indem dass ich ihn zumindest schon mal wieder hier reinpacke. Huber will ich drin lassen. Na, Bernat lasse ich auch mal drin. Bringe ich Ulm raus. Scheiß drauf. Und. Torwerte nehme ich keinen mit. Gegen Dick könnte ich mal was machen. Bringe ich mal lang. Ich bringe heute mal lang und versuche mein Glück hiermit. So, dann nehme ich aber Dick auch noch sicherheitshalber mit für Salga. So, dann dürfte das eigentlich so weit passen. Und dann gehen wir so in das nächste Spiel. Also man muss schon irgendwo gucken, wo man bleibt und wo die jungen Spieler auch bleiben vor allem. Weil die ja die Zukunft der Mannschaft sind. Und versuche dem Gegner den Ball in verschiedenen 1 gegen 2 Situationen ja, zu holen. Okay. Ja, da komme ich nicht ran. Schön. Zumindest kein Tor. So, Ball kommt. Ah, shit. Ich kann den Ball hier nicht abnehmen, aber verteidigen, ihr wisst es ja, habe ich meine argen Probleme. Boah, grätsch ich so vorbei. So, Torwart hatten. So, passt. Endlich mal ein Punkt oder gepunktet. Boah, vorbeigegrätscht. Boah, da kann er abziehen, aber den semmelt dann nur drüber. Oh, shit. Das ist natürlich schon tricky. 2 gegen 1. Da sieht man auch gern mal alt aus. Muss man einfach. Boah, macht dieselbe Taktik wieder. Shit. Ja, da kann er einlochen und da sind meine Punkte auch wieder dahin. Das ist keine Übung für mich, nicht wirklich. Was war denn das jetzt? Oh, Zeit vorbei. Super. Da gehe ich lieber ins Spiel. Hilft ja nicht. Gegen Sandhausen, unsere Bielefelder. Wir sind momentan im Siegestaumel und wir wollen natürlich so weitermachen. Wollen uns irgendwie an der Tabellenspitze schon mal festsaugen, um natürlich den Aufstieg irgendwie so nah wie möglich zu kommen. Natürlich dem Management irgendwo zeigen, hey, wir sind das Geld wert gewesen. Und da können wir natürlich schon noch ein bisschen was investieren. Der bringt uns in die erste. So ungefähr will ich das durchziehen. Dass uns die auch wirklich irgendwo mal Geld geben. Hesel, weiter Ball. So, wunderbar. So, Johnson der Vierte auf Klos. So, schön durch. So, Johnson schießt. Pfosten, schade. So, Ball kommt nochmal rein. Johnson nimmt den an. Ah, auch nicht wirklich. Schade. Schade, schade, schade. So, zurück, Leute. Und den Gegner erstmal anrennen lassen. So, und dann mit gekonnten Bällen hier nach vorne spielen. So, Klos macht eine schöne Drehung. Ah, kann hier leider nicht zuverlässig abziehen. Kopfballduell. Klos kommt nicht ganz hin. Abseits. Okay, Klos war im Abseits. Kein Problem. Gute Situation hier direkt am Anfang vom Spiel gegen die Sandhausener. Wäre halt wirklich blamabel, hier gleich mal zu verlieren. Oh, hier runter damit. Ah, shit. Jamison, der Vierte, kommt hier nicht hin. So, dranbleiben. Oh, nee. Haben wir im Foulspiel, war ein bisschen dumm, schlecht attackiert. Da gibt es eine Karte für, und zwar der gelben Karton.
Den gelben Karton, um mich trollt heute die Sonne. Aber hardcore. So, ich hoffe, ich krieg das bald mal hin. Ah, jetzt. Okay, passt wieder. Die Lichtverhältnisse sind heute echt schwierig. Ja, Ball kommt. Aufpassen. Boah, den semmeln sie drüber. Gut so, gut so, gut so. Wenn er mal drüber geht, geht er mal drüber. Ups, weg damit. Hier uns was aufbauen wieder. Ganz gemütlich die Lücken suchen, wie wir sie einfach mal brauchen. So, wenn es nach vorne nicht geht, wieder mal zurückspielen. Ist auch was Schönes. Wow, das war ein Hämmerlein hier quer über den Platz hinweg. Hier einfach mal den Pass gespielt. Und das ist nicht unbedingt das, was ich mir erwarte von meiner Mannschaft. Aber könnte eventuell irgendwann mal funktionieren. Naja, ist halt ein herber Ballverlust, das auf jeden Fall. So, Ball laufen lassen, genau so. Ah, wollte ich zur Fahne eigentlich und jetzt nicht. Ah, shit. Einmal will ich nicht. Ist schon kompliziert mit mir. Oh, wollte ich ihn weitergeben, aber ne. Da ist einfach mal nichts mehr am Durchkommen. Kommt schon, Leute, dranbleiben. Oh, an die Latte gedonnert von Sandhausener Spieler. Oh. Klos. Perez läuft hier außen. Flanke kommt. Klos köpft ein. 1-0. Putz. In der 28. wieder mal von Klos. Wunderschön, wie er einfach mal in der Mitte steht. Und den Ball von Perez einfach mal erwartet. Da ist er drin. Kopfball, Tor. Erbarmungslos, muss man einfach mal sagen. Erbarmungslos. Schön gemacht. Oh. Natürlich am Feind dranbleiben. Nicht, dass die hier gleich wieder den Konter spielen und hier das Tor machen. So, passt aber. Afane. So, hier nach vorne mit dem Ball. Super. Jamison, der vierte, läuft gut. Aber er zieht drüber. Schade. Keine Ruhe im Ball gehabt. Ha. Gute Chance. Gute Übersicht von Afane. Dass er hier den Ball so schön hier auf Jamison bringen kann. Oh, dranbleiben. Oh, Kopfball. Weg damit. Super. Und nach vorne. Chemischen steht gut. Kann den Ball aber nicht weit genug mitnehmen. Er muss noch ein bisschen gefördert und gefordert werden. So, sauber. Schön. Oh, da sind wir aber hart reingegangen. Mit hoher Verletzungsrisiko auf beiden Seiten. Wenn man so reingeht, mal, kann man schon mal echt krank sein dann. Boah, Hesel hat den. So, einfach nur auswerfen. Schön. Klos ist da. Perez hat Platz. Da ist die Lücke. Boah, da hakt er sich zwar ein, aber Foulspiel vom Gegner. In aussichtsreicher Position. Es war einfach nur auf den Mann und das knallhart durchgezogen. Gelber Karton für das Foul. Ja, klar und deutlich. Oh, schade. Ah, Ball kommt auch nicht mehr in die Mitte. So, haben wir aber nochmal abgefangen. Klos kann abziehen. Kann man ja mal versuchen. Knapp am Tor vorbei. Keeper hat sich aber nicht gerührt. Wollte er nicht. Hat er nicht für erachtenswert gefunden. So, Kopfballduell wird nichts. Aber Ballbesitz für uns. So. Komm, Klos. Ah, Verteidiger stellt sich hier gut zwischen Ball und Verteidiger rein. Ah. Sandhausen kommt. Zieht ab und macht die Butze. Ungeheuerlich.
1-1, der Ausgleich in der 45. Die haben halt auch irgendwo den Druck. Die müssen siegen. Haben aber auch zu viel offen gelassen, dass sie hier so was natürlich gut durchziehen können. Shit, shit, shit. Na, der Ballverlust war auch wieder dämlich. Dranbleiben. So, Foulspiel. So, schnell ausgeführt. So, wenn man schnell ausführt, muss man natürlich aufpassen, wie man den schnell ausführt. So, lang. Unser Rechtsverteidiger, unser neuer. Oder unser junger. So, eine Ecke kriegen wir auch noch. Die Situation will natürlich der Schiri noch durchlaufen lassen. Müller bringt die Ecke. Fallrückzieher. Boah, wieso nicht? Und noch eine Ecke. So zieht sie natürlich das wie ein Kaugummi. Müller, nochmal die Ecke. Kopfball vielleicht. Schade. Kommen wir nicht hin. Und jetzt die Kontersituation, oder wie? Nein, die lässt er nicht mehr durchlaufen, der Schiri. 1-1 zur Halbzeit. Wir waren aber gut dabei, würde ich sagen. Gut dabei, aber leider nicht gut genug. So, zweite Halbzeit. Gehen wir wieder Vollgas. Gehen wir wieder Vollgas und versuchen hier natürlich was zu machen. Eieiei. Wird natürlich, wäre schade, wenn jetzt die Siegesserie beendet wäre. Aber irgendwann ist jede Serie mal vorbei. Aber man hofft halt immer lieber spät als nie. Vor allem bei einer Siegesserie. Bei einer Niederlagenserie ist es andersrum. Bis er so schnell wie möglich. So, Perez. Perez macht den Ball hier. Ah, schade. Wollten wir halt einfach mal versuchen. So, dranbleiben. Der geht nicht ins Aus. Alter! Boah, der war abseits. Wie der da angeflogen kam. Der Wahnsinn. Der helle Wahnsinn, wie der da angeflogen kam. Also die Sandhausener sind echt unter Druck. Die wollen hier natürlich auch wieder siegen, um hier Punkte mitnehmen zu können. Und ja, das machen sie gerade mal recht gut gegen uns. So, Jamison kann abziehen. Der Torwart hält aber. Ah, shit. Ball gewinnen, aber nicht gut genug. Ah, Kopfballduell wieder nicht gewonnen. So, dranbleiben, Perez. So, Einwurf für uns. Haben den Gegner richtig unter Druck gesetzt. So, hier über dem Flügel. Ah, shit, da ist der Ball weg. Haben wir nicht aufgepasst. So, bald müssen ja eh die Einwechslungen kommen. Habe ich vielleicht zu viel ausprobiert? Das fragt man sich dann als Trainer immer, wenn sowas passiert. Wenn einfach eine Serie vorbei ist. Aber jungen Spielern muss man halt auch einfach die Möglichkeit geben. Auf jeder möglichen Position. Oh, komm, ey. Dann setzt sich der hier durch. Oh, ich guck mal. So, Perez macht sich gut. Kann ich nichts sagen. Jupek darf auf die ZDM-Position. Nee, Jupek kommt auf die Position. Was machen wir sonst noch? Nöte kommt. Nöte kommt. Ich glaube, das ist wieder seine Zeit, dass er hier was reißt. So, Freistoß. Einwechslungen sind auch gemacht. Klose ist halt momentan in Topform, hat heute auch schon wieder ein Tor geschossen. Wieso soll ich ihn dann rausnehmen? Ist ja auch irgendwo klar. Und den jungen Spieler habe ich jetzt auch mal irgendwo probiert, hier zu fördern. Dass er nicht durchspielen kann, ist klar. Für das hat er halt die Qualitäten noch nicht. Ah, shit. Ich habe Ballverlust hier. Oh, komm, ran da. Ein bisschen offensiver stellen. Ist zwar noch früh in der Partie oder mittelfrüh, aber lieber früh als nie. Dass sich die Leute schon mal dran gewöhnen können, dass wir offensiv spielen. Unsere Leute natürlich. So, hier mal übers Feld geben. War einfach mal Platz. So, da ist noch mehr Platz. Den müssen wir einfach mal ausnutzen. So, schuppern.
Klo steht prima. Ah, schade. Gute Möglichkeit. Aber da geht's nicht. So. Bernhard. Kommen wir nicht hin. Schade. So, dranbleiben, Leute. Und hier was versuchen. Den Gegner einfach unter Druck setzen. Zu Fehlern zwingen. So, Ballbesitz auf Sandhausener Seite. Und es wird gerade immer besser. So, 1-1 immer noch. Kommt schon. Wir müssen hier ran an den Feind. Sauber, schön abgenommen. Schön im Weg gestanden. Nöte, komm. Ah, schade. Wird hier gelegt. Ich hoffe, er ist nicht verletzt. Eieiei. So, Einwurf für den Gegner. Ah, köpft hier nochmal zurück. Ja, komm schon. Ah, shit, da spiele ich nur den Gegenspieler an. Da wollte ich schnell machen. Hätte ich mir vielleicht Zeit lassen sollen. Perez, schön. Macht hier gut was durch. Ah, schade. Wollte ich nochmal rausgeben. Einwurf für den Gegner. Für die Sandhausener. So, die jetzt nicht mehr hinten rauskommen lassen. Schade, wollte ich jetzt gerade auf sehr offensiv stellen. Komm schon. Ah, nicht totaler Angriff. Sehr offensiv reicht. Totaler Angriff wäre ein bisschen übertrieben. Ich will halt nur den Sieg mitnehmen. Alter. Ist halt gerade nicht funktioniert, hier an den Ball zu kommen. Oh. Sandhausen spielt sich hinten gut rum. So, dranbleiben. Schön nach vorn gegeben. Jopek ist da. So, schön zur Nöte gegeben. Ball kommt in die Mitte. Ah, zu nah an den Torwart dran. Zu nah dran. Schade. Kann man nichts machen. Schlicht und ergreifend. So, komm schon. Ballbesitz wär's. Dann brauchen wir den Ball. Weil sonst können wir auch kein Tor schießen. Eieiei. So. Und jetzt auf nach vorne, Leute. So, raus zu Perez. Perez immer noch am Ball. Ah, aber die Flanke kommt auch nicht. Schade. Eieiei. So, Kopfballduell. Wird's was? Ja, wird was. So, Nöte. Oh, schade. So verzogen. Nicht ärgern, Nöte. Muss nicht sein. Hast dich wahnsinnig gut durchgesetzt da vorn. So, Kopfballduell kriegen wir nicht. Schade. Dranbleiben. Oh. Und im rechten Moment natürlich die Grätsche ansetzen. Perez verteidigt auch gut nach hinten. So, Keeper steht nicht auf seinem Posten. Das war jetzt knapp. 2 Minuten Nachspielzeit sind vorbei. Schade. Nur ein 1-1. Aber zumindest das haben wir geschafft. Ist schon mal gut. Ein Punkt kann man mitnehmen. Ist super. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. Und bis dahin, ciao.